Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Grünen Marsch. Wir machen weiter mit Mais. Und wir flügen Feld Nummer 2. Dieses Feld, wo wir gerade aktuell in den Mais häckseln, müssen wir noch pflügen. Was wir auch müssen, ist die Ernte reinfahren. Und zwar Raps, Sonnenblumen und Soja. Bei Soja ist das nicht ganz so tragisch. Und Sonnenblumen, da keine Gefahr, weil der Regen noch nicht reif ist, aber da gab es das schon mal kritisch. Wenn ich mal schaue ganz kurz, Reifestufe, im Grunde, es kann noch mal einmal wachsen, dann ist der Rand schon mal kritisch. Also nächste Stufe kannst, macht noch nichts, aber die übernächste. Wenn es jetzt irgendwann nachts zu wachsen beginnt, dann wird das morgen früh eng. Ich tendiere so dazu, mir noch einen zweiten Drescher zu kaufen, damit die Ernte schneller verläuft. Genauso, wenn wir noch einen zweiten Aussaat, eine Sämaschine brauchen, weil mit Season ist das so, dass man im Grunde schneller was fertig machen sollte. Also kommt mal zusammen hier. Jetzt sammeln wir mit der Maschine ein hier, mit dem Sammelwagen, und fahren dann rein. Da wollen wir gleich lange schieben. Immer noch Gewitter. Lang nicht. Ja, man geht auch voran. Vorgewende ist fertig. Im Grunde können wir alles pflügen. Das ist alles tragisch. Nur die Aussaat kann nicht erfolgen. Bei Season, wenn wir das starten, werden die ganzen Felder auf Null gesetzt. Weil damit das Programm mit dem Feldstatus klarkommt. Sieht man, die BGH wird ein bisschen Geld rauswerfen, in Anführungszeichen, und der Tatsache, dass wir schön bedienen. Eine Wiese haben wir noch. Was ist denn erzeugt überhaupt? Ja, da kein Tank in dem Sinne.
Und keine Angst hier. Weg ist das Zeug. Ja, so viel ist ja nicht mehr. Dann haben wir auch genug Silage für erstes. Ja. Wieder eine Woche Arbeit geschafft. Eine Woche noch, habe ich Urlaub. 3 Wochen lang. Ist das herrlich. Eine Woche ins Farm kommen. Ich hatte kurz überlegt, dass ich ausgegangen wäre mit dem Urlaub, rein theoretisch. Wo ich gesehen habe, dass ich 800 Kilometer fahren muss und da ich auf Freitag arbeiten muss, ist das irgendwo dann eng. Zumal ich eine Woche später zu mir nach Hause fahre und da sind wir 1000. Und das ist einmal so viel. Aber vielleicht nächstes Jahr. Okay. Mal sehen, wo du nächstes Jahr ist. Wenn man diesen Match mehr führt, was sie machen, da muss ich nicht unbedingt mitmachen. Dazu üben wir zu wenig mit den Geräten, sagen wir so. Nein. Theoretisch kann man ja üben, ne? Also hier dreschen per Hand oder so, das ist ja kein Problem. Oder hier Stroh pressen und dahin fahren, alles kein Thema. Wahnsinn. Schon zu viel. Beziehungsweise zu immer daneben fahren. Wir haben schon Allrad. So. 3i. So viel drin? Nein. Erfolg nehmen wir nicht, aber trotzdem. Und auch einen kleinen nehmen können. Hauptsache, das packt nicht an der Wende an. Umzug, einen komplizierten Umzug mache ich nicht. Wenn die Vierfarm abkommt, da werde ich mir das Geld errechnen, die Felder wieder kaufen, die Maschinen wieder kaufen und dann beginnen wir, als wenn wir überhaupt nicht weg gewesen sind.
Habe ich schon mal hier so gemacht, wo ich die Verkaufsstellen für Diesel haben wollte, wo das ja eigentlich nicht so wichtig ist, weil so viel produzieren werden wir nicht. Ja, wenn wir alle Felder machen und ein bisschen Holz, dann haben wir genug zu tun. Schnell gefahren, immer Tempomat unternehmen. Tempomat fahren mit knapp 10 km/h, dann geht das. So, Temperatur passt auf. Es ist 16 Uhr und noch kein Regen, Regenende. Ah, wird schon werden. Da ist er so laut. Ich kann mein Tute kaufen. Nicht daran. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Blödsinn, Blödsinn! Schönen Dienstag! Kommende Karten durcheinander, gibt's ja gar nicht. Lässt er da zweifellos? Einen Teil speichern. Ne? Ich denke mal, so viel Patch werden nicht mehr kommen. Jetzt haben wir so tun, wenn wir fahren kommen. Ich meine, sicherlich nicht alle, aber. Ein Teil. Also der Regen wird überhaupt nicht weniger, das ist ja auch nicht schön, ne? Machen wir 60er. Feierabend. Also zum Glück können wir hier Wetter nicht nachvollziehen, ne? Sonst wäre es Regen ganz in der Bude. So wie im 4D-Kino oder was das Ding heißt hier. Geh mal in die Hütte rein. Mal eine andere Ansicht. Habe ich Eye-Tracking und nutze das nicht.
ist auch kippisch. Viele Sachen kann man haben, muss man nicht. Oh, riesige Wege, das wird lustig. So. Also schauen. Auf Glück. Kann man ja schön verdichten. Zu. Ganz wichtig. Ich habe schon mal geschafft, dass hinten aufgeblieben ist. Und den Augenblick, wo der Hektar voll macht, der kippt wieder aus. Dann hast du den auf dem Ackerboden zu liegen. Wir haben zwar einen Sauerwagen, aber das muss ja nicht sein. Ne? Um die Arbeit machen. So, innen drin fahren. Ich glaube, es geht rein. Du wirst täuscht. Oh, schon da. So, kriegen wir die Außenansicht. Sehen wir zu wenig. Mit Weste und Hemd. Naja, er hat mein Hemd an. Platt fahren. Steckt die Verkehr fest, ja. Okay, ohne ganz fertig heute. Wahnsinn. Ich beabsichtige, mit einem neuen Projekt zu beginnen. In naher Zukunft mit Matchmap. Schauen wir, ob das alles so klappt, was ich denke. Und dann gibt es was Neues. Aber das dauert sicherlich noch ein, zwei, drei Wochen. Weil nächste Woche sind viele auf der Farmcom. Der eine oder andere hat auch Urlaub. Und ich denke mal, dass das ist frühestens in 2 Wochen, vielleicht auch 3 Wochen, mal sehen. Ich glaube, das machen wir noch fertig. Auch wenn es der Piep Piep macht. Aber wir können ja mal ganz kurz die Zeit früher drehen. Habe ich so eine kleine Uhr, die Zeiten übersehe oder vergesse. Die Zeit so halbwegs im Rahmen bleibt. Es geht nicht nur darum, dass keiner so lange schauen will, sondern auch darum, dass der Upload so lange dauern könnte oder kann oder wird. Ob ich nur 4 GB hochlade oder 6, das ist ein Unterschied. Ich sag mal 9, kommt da zusammen.
Das ist schon der Wahnsinn, was wir hier reinkriegen hier. Haben wir gleich weg. Die 1% brauchen wir nicht warten. Unser Futzi vom Flügen ist auch bald fertig. Da kann er gleich hier angreifen. Rapsfeld muss nicht gepflügt werden. Wenn es mal geerntet ist, soll ja auch nicht. Sonnenblumen, das müsste gepflügt werden. Aber das können wir auch pflügen, wenn Season verläuft. Das ist nicht so tragisch. Mein schön wäre es, wenn das vorher fertig ist. Dann sparen wir Zeit. Können wir mit einer Seemaschine in der zweiten arbeiten. Machen wir jetzt mal hier lang. Warum sollen sich immer das Ding fliegen und quälen? Und stecken bleiben vielleicht noch. Das kriegt man sowieso nachher. Ja, es geht so. Was überlegt, wie lange sowas dauert, ein Skript zu schreiben. Darf man nicht vergessen, das geschieht alles in der Freizeit. Das dauert schon lange, ne? Wenn man jetzt überlegt, das spiele ich jetzt fast ein Dreivierteljahr raus. Gut, sie bekamen nicht zuerst alle die Daten, die sie haben wollten und mussten. Das kommt ja auch noch hinzu. Das scheint noch nicht so weit war. Jo. Ich meine, ich habe es da gedrückt, aber nicht da. Ja, wenn das nicht alles perfekt läuft, Anführungszeichen, dann kommt 21 raus. Ungefähr alle 2 Jahre. Aber bis das so weit ist, da geht ja noch ein Jahr hin. Wenn ja meine Kollegen von Match-Projekt was zu berichten haben, wenn sie da alles so plant. Ein groß steigern kann es bald nicht. Fruchtsorten, naja, was willst du hier noch reinbringen? Einzig wie Reis, aber Reis, naja gut, Reis. Mag ja für Asien gut sein oder für Italien geht es auch noch vom Klima her, aber doch bitte schön nicht in Europa, also jetzt Nordeuropa oder hier in Österreich oder Schweiz, da gibt es keinen Reis. Da passt das Klima einfach nicht. Also fruchtmäßig gibt das nicht mehr viel, was man machen könnte. Jetzt geht es nur noch rein, theoretisch. Darum, was kann man hier noch was verbessern von der ich denke mal, der ist fertig. So, meine Freunde, das ist die Dienstagfolge. Hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, beim Wiedersehen. Dann seid mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.